Ich hoffe, das funktioniert jetzt alles. Ich hoffe, das klappt. Dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zu Zovarok ist in der Haus, Flipper sozusagen. Ein schönes Wortspiel. Ach du grüne Gott. Das klappt doch. Wir wollen mal eine Runde Hausflipper spielen. So ein bisschen renovieren, ein bisschen aufpimpen, ein bisschen malen und so weiter, was da alles zu tun ist. Hallo, schön, dass du reinguckst. Herzlich willkommen. Und das Ganze mit Bild. Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, das ist so in Ordnung. Wenn das nicht so ist, dann müsst ihr einfach da die Hand drauf halten, den Daumen drauf drücken oder so. Oder ein Post-Trip oder sowas da oben in die Ecke reinkleben. Das ist also überhaupt kein Problem. Pass mal auf, wir wollen mal ein neues Spielchen machen, ja? So ein bisschen, so ein bisschen Häuschen aufpimpen. Wir fangen erstmal so ein bisschen mit kleinen Aufträgen an und später werden wir dann mal sehen, dass wir da ein Häuschen, so eine alte Hütte kaufen, die wieder zurecht machen und wieder auch ordentlich für dickes Geld wieder verscherbeln. Mal sehen, vielleicht klappt das ja. Und wenn das jetzt mit der Betragung nicht so hinhauen sollte, müsst ihr das einfach mal so in die Kommentare schreiben. Aber ich denke mal, das müsste eigentlich funktionieren. Jetzt, wo das große, wo der große V8 sozusagen läuft, das müsste eigentlich funktionieren. Ich hoffe mal. So, ich starte mal ein neues Spiel. Pass mal auf, ein neues Spiel. Zack, so. Ja, natürlich, noch ein neues Spielchen machen hier. Ich musste vorhin ja mal reingucken, ob das von der Grafik her funktioniert und alles, ob das so läuft. Hallo Sonnenschein, schönen guten Abend, schön, dass du reinguckst. Herzlich willkommen in the house, sozusagen. So, pass mal auf, was haben wir hier? Willkommen beim Hausflipper. Dieses Spiel ermöglicht es dir, Häuser zu kaufen, sie zu renovieren, einzurichten und dann wieder zu verkaufen. Ach, großer Gott, jetzt bin ich ja so richtig, jetzt muss ich mir mal so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bis dato musst du dich mit dieser Bruchbude begnügen, die du dein eigenes Büro nennen darfst. Ferner steht hier ein Laptop zu. Deine Steuerzentrale. Ein Laptop. Ich drehe durch. Pass mal auf. Okay. So, pass mal auf. Was haben wir jetzt mal hier? So, Kontostand. 25.107 und... Was für eine komische Zahl. 25.157 Euro und 21 Cent haben wir. Was machen wir denn mit den 21 Cent? Da müssen wir dann mal schauen. So, außerdem... Nee, außen. 938 Quadratmeter. Was eine schöne Hütte. Guckt euch mal an. Ach, ist das ehrlich. Ich hoffe, das läuft. Ich habe so das Gefühl, das ruckelt. Ich hoffe nicht. Ich habe das Gefühl, das ruckelt. Sagt mir, ob es ruckelt oder nicht ruckelt. Wenn es ruckelt, muss ich das nochmal neu starten. Das nützt alles nichts. Kann ich hier rausgehen? Benutzen. Was habe ich gemacht? Wenn du das Haus verlässt, wird dein Fortschritt automatisch gespeichert. Oh nee, ich will bleiben. Ich will bleiben hier. Nee, alles gut. Ey, vorsichtig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, ich habe das Gefühl, das ruckelt. Wenn ich fertig bin, komme ich zu dir zu renovieren, Sonnenschein. Natürlich. Ach, wie gesagt, ich habe schon den Werkzeuggürtel, der schon umgespannt. Der Zollstock ist schon startklar und die Pinsel und Rolle, weiß ja, ne? Die ist ja sowieso immer, ne? Ich wollte gerade sagen, immer feucht. So, mal auf, was müssen wir machen hier? Drücken zum Wegwerfen. Ach, hier müssen wir aufräumen hier. So, erstmal hier den Müll beseitigen, sonst kommen wir gar nicht in die Hütte rein. Zack. So, ich glaube aber, das ruckelt. Gib mir recht, das ruckelt, nicht? Oh, das ist nur in meiner Vorschau so. Ich öffne mal die Tür. Ich hoffe mal, es ruckelt nicht. Dass es nur in meiner Vorschau so ist. Was sonst wäre das echt Panne. Alter, wie sieht das hier denn aus? Guckt euch das mal an. Das ist nicht meine Bude. Also, nee. Good work. Takes hard work. Oh Gott. Geht eigentlich, sagst du? Okay, pass mal auf. Dann wollen wir das mal hier wegräumen. So. Alter Freund, was eine Hütte hier. Also, ihr müsst ja echt mal der Schraubenzieher rangucken. Aber jetzt funktioniert das. Ist ja goldig. Na ja, super. Was haben wir hier noch? Okay, jetzt gucken wir uns lieber von der Entfernung an. Mal schnell wieder die Tür zu. Ich glaube, ich hoffe mal, wir haben Dixie draußen stehen, weil sonst gehe ich da nicht rein. Das geht gleich los. Hallo Katral, schön, dass du reinguckst. Guten Abend. Bei dir sieht es viel besser aus. Oh Gott. So, pass mal auf. Wir wollen mal jetzt gucken. Es wird gerade gespeichert. Okay, pass mal auf. Was machen wir hier denn noch? Oh, dein Laptop. Mit dem Laptop kannst du Aufträge annehmen, Häuser kaufen und zwischen ihnen switchen. Hoffentlich können wir die Dinge auch wieder verkaufen. Weil was haben wir mit so vielen Hütten? Du hast noch nicht genug Geld für ein Haus, aber es scheint so, als ob in deinem Postfach der erste Auftrag wartet. Oh, was aufregend! So, was haben wir hier noch? Alte Zeitung. USA Top News. Steht da ein Datum? Nee. Da steht nur... Steht da today? Oder steht da yesterday? Okay, pass mal auf. So, benutzen wir mal. Pass mal auf, wir gehen mal hier rein und sagen... Ey, was haben wir hier denn hier?
10.08.2018, 19.35. Hey, das haut sogar hin. Ist ja ultra Freund. Mal auf eine E-Mail. Sandra Ziegler, mein Ex hat die Heizung mitgenommen. Was ist denn das für einer? Warum klaut er denn die Heizung? Gibt's ja gar nicht. So betrifft, mein Ex-Mann hat die Heizung mitgenommen. Absender Alexander Ziegler. Guten Tag, ich möchte gerne, dass Sie mein Haus wieder in Ordnung bringen. Bei Facebam sah ich, dass mein Ex in meiner Wohnung eingebrochen ist und aus Rache diese verwüstet hat. Na gut. Der Arsch hat sogar meine Heizung mitgenommen. Es kann sein, dass noch etwas fehlt. Bringen Sie bitte meine Wohnung wieder in Ordnung und installieren Sie die Heizung sowie alles andere. Informieren Sie bitte nicht die Polizei. Ich werde selbst nach meiner Dienstreise mit meinem Ex-Mann abrechnen. Hoffentlich ist das nicht. Also zum Glück ist das nicht, ne? Also. Gut, dann wollen wir mal schauen. Dann machen wir uns da mal auf den Acker. Da sind wir doch schon. Oh, wir haben einen Mob bekommen. Hey, cool. Wir dürfen jetzt mopsen. Hey, ist das der Hammer. So, pass mal auf, gehen wir mal rein in die Bude hier. So, klopf, klopf, jemand zu Hause. Ach du grüner Gott. Willkommen. Okay, pass mal auf, müssen wir hier ein bisschen aufräumen. Alter Freund, oh. Mal, wie wohnt die Alte hier? Oder der Alte hat mal richtig klar Schiff gemacht hier. Das könnte natürlich auch sein. Mein Lieber. So, wir sollen die Bude aufräumen. Was sollen wir machen? Pass mal auf. Reinige die Beschmutzungen. Reinige die Beschmutzung. Räume den Müll auf. Und montiere die Geräte. Gut, das werden wir natürlich machen. Wir werden uns die beste Mühe geben, das hier zu erledigen. So, hier ist noch Pfand. Da, oh, guck mal an hier. Das ist doch, also Minimum. Also wenn nicht noch mehr. So. Da ist noch was. Jetzt ganz Müll hier, Alter. Wie sieht das hier aus? Ah. So. Sag mal, als wenn sie einen Tatort gedreht haben, ne? Wen haben sie denn hier abgestochen? Alter Freund. Sag mal, wie haben wir den Mopsi? Da können wir den gleich mal. Ja, also nichts von zu sehen, ne? Alles wieder blütend. Sogar das Sofa kriegen wir mit dem Mopsi sauber. Ist ja Hammer. Gefällt mir total gut, das Teil. Okay, pass mal auf. Machen wir die Bude mal wieder schicko hier. So. Und Freunde, wie sieht es bei euch aus mit dem Wetterle? Die Zombies waren zu Besuch. Ganz, ganz genau, Katral. So wie das aussieht. Ich möchte nie wissen, was die hier veranstaltet haben. Meine Güte. Mein lieber Mann. So, komm, jetzt mach das mal weg. So. Ach, ist das wieder herrlich, ne? Guck dir das mal an, ihr wahnsinnig. Komisches deutsche Sonnenschein. Muss ich auch sagen. Also gekonnt übersetzt. Hier auch da ein. Also guck dir das mal an hier. Oh. Du entwickelst dich. Nimm dein Tablet und bestimme, wofür du die erworbenen Fähigkeitspunkte verwenden möchtest. Mit dem Tapsi. Na, so denn. Was haben wir denn hier? Scharfsinniger Blick. Schnelles Händchen oder weite Reichweite. Guter Mob, Ultra Hype Mob 2018. Na, wirft den Müll in der Richtung weg. Ach so, pass mal auf, nehmen wir hier Scharfsinn. Scharfsinn nehmen wir mal, das ist gar nicht mehr schlecht. Was haben wir denn hier noch denn? Zerstörung. Malen, oh malen, das ist wieder so mein Thema. Malen und bauen, das ist doch wieder, ne, goldenes Händchen. Schnellere Montage, Gottes Willen, pass mal auf, so. Wir machen hier sauber. Ich muss einmal hier, ne? Wenn denn. Erstmal ein bisschen sauber machen. Kriegen wir das nicht alles weg? Alter, ist ja eingebrannter Dreck hier. Guck dir das mal an da. So, noch eine Tür zu machen hier. Können wir ein bisschen was sehen. So, gibt es noch einen Lichtschalter? Klar, Licht ist auch da. Wunder. Ach, das ist da wieder, ne? So. Stellen wir den Krams mal hin. Pass mal auf die Mobs hier weg hier. Die gute Vase. So. Alles kreuz und quer hier. Mein Lieber. Heute ist nicht so warm. Ne, das stimmt. Heute ist herrlich. Hier gab es heute Morgen gab es hier einen schönen Sommersturm, kann man sagen. Cool. So, stell mal hin. Oh, wieder, ne? Wir richten das wieder richtig schön her hier. Tür öffnen. So. Hübsches Grün, ne? Passt zu dem. Ja. Okay.
Na gut, der war nicht nur hier, hat hier Mist gebaut, sondern auch woanders. Pass mal, stellen wir den Stuhl da mal hin. Warten das noch gleich, drehen mal um. So, Gottes Willen. Stell den Stuhl da mal hin. Sogar, das ist doch... Können wir das nicht mal gerade hinstellen? So, pass mal auf, wir müssen auch hier so. Zack. Wenn, dann wollen wir das ja ein bisschen ordentlich haben, ne? So, nein, andersrum. So. So, zack. Ach, wieder, das hast du wieder, ne? So muss das sein. Na, ist ja nicht zu fassen. Wieso will er dann nicht? Weil. So, jetzt geht's. Ach so, okay. So. da fehlt noch was. Dein Tablet. Nun steht dir ein Tablet zur Verfügung. Drücke Tab, um das herauszunehmen oder und wieder einzupacken. Mit dem Tablet kannst du Sachen kaufen. Das ist aber bei der Arbeit echt hilfreich. Na, natürlich ist das hilfreich. Stimmt. So, pass mal auf. Wir brauchen eine Heizung. Tablet. So, wir brauchen Shop und wir brauchen... Was haben wir denn hier? Oh hier, wir brauchen eine Heizung. Was nehmen wir denn da? Klimaanlage, moderner Lichtschalter. Ach, wie hörlich hier. Standard-Lichtschalter. Was ist ein moderner Lichtschalter? Ist ja, den kannst du auch mit dicken Handschuhen denn bewegen. Wenn das mal richtig kalt in der Hütte ist, weißt du? So, wir nehmen eine ganz normale Heizung. 37,20. Wissen wir die? Ah, stellen wir alles in Rechnung. Überhaupt kein Thema. So, ach, wo war ich stehen geblieben, Freunde? Ach Mensch, hier gab es ja heute Morgen ein großes Unwetter, muss ich sagen. Das hat gestürmt wie die Hölle. Meine Gartenmöbel sind sozusagen selber auf der Terrasse spazieren gegangen. Ich musste dann ab und zu mal raus, die wieder einfangen, weil die meinten, die mussten ein bisschen weit rausgehen. Deswegen habe ich gesagt, so nicht, Freunde, ihr bleibt hier, jetzt muss ich dir doch noch anketten. Naja, aber ich meine, im Moment ist es wieder alles ruhig. Und ist herrlich, es ist schön so. Aber so eine kleine Abkühlung ist mal ganz gut. Ich glaube, mit den richtig heißen Tagen ist jetzt aber auch vorbei, ne? Ich glaube, das war das gewesen. So, pass mal, wir müssen das Teil montieren. So, montieren. Ah, montieren. Nein, wie cool ist denn das? Ach, ist er herrlich. So, drehen wir den Apparat gleich mal auf hier, schön warm machen. So. Das haben wir. Räumen den Müll auf. Ach, in anderen Räumen. Ach so. Hier liegt noch eine Kerze quer. Das muss auch nicht sein. So. Nehmen wir die auch nochmal da, ne? So, pass mal ein bisschen. So, siehst du? Was ist das hier? Die Heilige Bibel? Nein. Das Secret. So, Schlafzimmer mit Durchblick. Da muss ich jetzt nichts zu sagen, ne? Also eine Terrassentür gehört eher nach draußen. Na, vielleicht ist das ein Anbau hier. Das kann ja sein. Weiß man ja nicht, ne? So, was hier ist ein bisschen Müll. Der muss auch noch weg. Die Zeitung vor 3 Jahren geht ein bisschen mal raus. Hat sogar die als Unterlage benutzt. Meine Güte, Freunde, was macht ihr hier? Ganzen, ne? Immer Naschi im Bett. Das funktioniert nicht. Deswegen ist da eine Glasscheibe drin. Kannst du auf dem Fernseher gucken. Ah, so ist das also gedacht. Soll wieder warm werden, Roho, heute Abend. Also nö. Na gut, ich meine, ist ja auch, naja. Aber wir hatten das ja auch turbo-warm, ne? Da kannst du sagen, wo du bist. So, was haben wir hier noch? Alles dran, ne? So, aufgeräumt haben wir auch. Spiegel ist auch gut. Sind wir durch, ne? Ne, da ist noch irgendwas mehr. Wir müssen noch irgendwas machen hier. Was müssen wir machen? Ach, warte mal, hier ist noch was. Oh Gott, das will das Terror-Badezimmer. Muss ich da jetzt reingehen? Oben, mir haben sie die Füße geklaut. Na gut, dann kann ich mich wesentlich anstecken. Komme ich mit nichts in Kontakt hier, kann man sagen. So, pass mal auf, wir müssen erstmal sauber machen hier. Meine Güte. Sogar der Spiegel ist blind. Ich glaube, wir sind tot. Wir haben kein Spiegelbild. Wir sind... Da. Wir sind Vampir, glaube ich. Wir haben kein Spiegelbild. Ach, wie großartig. Na gut, pass mal auf, was sollen wir hier machen? Wir sollen hier aufräumen. Aufräumen. Den Mops raus und dann hier nochmal mit sauber machen. So. Ach, wie herrlich. Guckt euch das mal an hier, wie schön das wird. Ach, ist das geil. Als wenn sie hier also, ne? Ich glaube, doch den Tatort nochmal nachgespielt haben. Oder die haben hier, also... Oder das ist nur eine Vorgabe. Sie hat ihren Freund hier umgebracht und wir müssen den ganzen Mist hier beseitigen. Das kann natürlich auch sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So.
Stühlchen, Tischchen hier hin. So, schön an der Wand dran. So. Steht da nicht im Weg rum, den braucht man da nicht drüber fallen. Herrlich. So, ich glaube, wir sind fertig, ne? Tür zu. So, erster Auftrag durch, wir sind fertig. Wir können nach Hause. Was haben wir denn hier? Was haben wir? Werkzeug benutzen, Werkzeug ändern, Auftrag beenden. Genau, beenden wir beim Auftrag. So, 655,03. Frag mich nicht, wie die 03. Ich glaube, das sind Mehrwertsteuer. Was soll? Ich muss meine Skene. Nicht nur? abgeschlossen, natürlich. Beenden. Zack. Genau, ich bin der Tatortreiniger. Genau, das ist so weit war ich noch gar nicht. So, Freunde, ihr müsst Bescheid sagen, wenn das ruckelt. Ich hoffe, das ruckelt nicht. So, wir hätten ja auch noch Platz für eine Heizung, aber wie gesagt, keine Kohle für irgendwelchen Kram. Was haben wir denn noch an? Ich habe noch gar nicht weitergeguckt hier, ne? Da steht noch Browser. Ah, hier sind die. Ah, hier sind die Hütten, die wir kaufen könnten. 26.000. Hast du nicht gesehen? Verbranntes Haus, verlassenes Haus, Campinghaus. Was haben wir denn noch gefahren? Kann ich mal runter scrollen irgendwie? Haus mit ungebetenen Gästen. Was das so sein wird. Haus eines Genießers. Haus eines Genießers. Das kann man schon sehen. Ich, ja, genau. Die Bilder sagen alles, ne? Ja, genau. Das Haus eines Genießers. Ein Messi. Da war ein Messi zu Hause. Okay. Was haben wir denn noch Feines? Oh Mann, guck da das mal an. Haus mit vieler Generation. Okay. Haus und Auto. Was haben wir denn hier noch? Boxers Haus. Na, alter Freund, der wird da gehaust. Alter Freund, ihr muss ja noch richtig malen. Und aber Platz hat die Hütte, ne? Büro hier, schön mit Pool und alles. Aber der Preis ist natürlich auch nicht zu übersehen. So, was haben wir noch Feines hier? Garage mit Bunker. Nein, wie cool ist denn sowas? Mit Bunker sogar. Da kann uns ja nichts passieren. Da sind wir ja auf der richtigen Seite. Gut, was haben wir denn noch? Oh, hier, das pinke Haus. Rosa Königreich. Hier, Familienhaus. Haus eines jungen Ehepaars. 282 Quadratmeter. Mensch, Freunde. Das sieht doch relativ okay aus. Also das nur mal mit dem Lappen rüber, dann ist das wieder gut. Ich meine, ich glaube, da fehlt noch was, ne? Sehr schön. Och ja. Aber so viel Kohle haben wir leider nicht. Wir müssen 25.000. Ich glaube, das wird noch nichts werden. Wir müssen noch ein bisschen was machen. 26.000 wird nichts. Also hier, ne? Im Besitz 1. Das ist unser. Das erste Büro. Okay, kann man, ne? Kann man, ja, wie man will. So, mal auf. Gehe ich mal raus hier. Raus. Zack, da. So. Mails. Oh, wir haben 2 Mails bekommen. Wenn es dann gehen würde, würde ich eine Mail drücken. Ach, da, siehst du. Caroline Smith. Bitte räumen Sie die Garage auf. Oh Gott. Jetzt müssen wir die Garage aufräumen. Hallo, kurz gesagt, die Garage müsste entrümpelt werden. Bitte werfen Sie alle Kartons und den ganzen Müll sowie die alten Reifen weg. Vergessen Sie auch nicht, die Fenster zu putzen. Das Werkzeug sollte so bleiben, wie es ist. Mein Mann mag es nicht, wenn man sie umstellt. Nee, ist gut, das ist klar, kein Problem. Also kriegen wir hin. Werkzeug bleibt, das kenne ich ja selber, ne? Wenn man mal irgendwas hat, dann Werkzeug muss da so bleiben, wie es ist. So, da sind wir. Wunderschön. Herzlich willkommen. Ja, genau. Wir gehen mal rein, sagen mal hallo. Wo ist keiner zu Hause? Keiner da? Hallo? So. Ja, Licht geht schon mal. Das ist mal. Hier haben wir die Garage. Ey, cool. Ich bin Putzmann. Ich bin der Putzmann. Ich mache mir hier die Tür zu. Und wir müssen hier aufräumen. Alter Freund, was hat er hier? Sag mal, das ist ja schlimmer wie Lego, ne? Man hat auch so viele Lego-Flaschen, aber der hat hier Lego-Kisten. Haben wir hier den ganzen Müll erstmal raus. Sag mir mal. Da wollen wir aber gut belohnt werden für. Also da müssen wir echt was außer, ne? Aus dem Portemonnaie kriegen hier für den ganzen Rönz, was wir hier so machen. So. Die alten Reifen waren ja auch weg, ne? Sollten ja weg, sagte sie. So, die Kartons sind hier weg. Das hier oben, ach, Gottes Willen, das ist auch noch was. So. Ach, schön. Hier ist auch noch was. Pass mal auf, der ganze Müll hier mal weg. Das sind ja alles wieder. Das sind die guten Sommerreifen, ne? Oder Winterreifen, wie auch immer. So, der Kram ist hier raus. Da oben die auch noch ein bisschen rum. So. Und hier auch. Schicko Fahrräder. Aber ist aber doof, dass sie hier rumliegen, ne? Auf die werden wir mal
wenn wir woanders hin platzieren. So. Zack. Auch herrlich. So. Zur Not kann er da noch reinfahren mit seinem Auto. Auch so. Siehst du wohl. So. So, Müll ist beseitigt, würde ich sagen. Ja. Müll ist beseitigt. Jetzt müssen wir den. Ach, müssen wir reinigen. Den Mops wieder raus. Ach, das ist so viel. Das muss was geben, sonst hat das hier keinen Zweck. Hier, die Reifenspuren. Ich glaube, das ist ziemlich heftiger Schmutz. Oh. So. Information, was haben wir da jetzt? Neue Fähigkeiten. Komm, putz weg. Putz weg. Also der Mops sah auch schon mal besser aus, ne? Das ist, glaube ich, so eine Kunstfaser. So. Komm, mach alles weg jetzt. Alles. 48%. 54. So. Oh, die Musik ist so beruhigend, ne? So. Hier ist noch ein bisschen Kleckserkrams. So, wäre das nicht einfach gewesen, das alles überzumalen? So, hier ist noch was. So. 97%. Und... 100%, das haben wir. Fensterputzen müssen wir auch noch. Mal, wie war das jetzt noch umstellen? So, zack. Fenster reinigen. Oh, yeah, hallo. Ich meine, so ein Apparat habe ich auch. So ein Ding habe ich auch hier. Von wie Leder ist es. Pass mal auf. Wie geht denn das jetzt? Also die Steuerung ist ja wohl. Ist ja wohl. Hört sich an wie so ein kleiner Elektrostaubsauger. Handstaubsauger, Elektrostaubsauger, ja, das ist das Beste. Alter, du kannst das Ding knapp lenken. Oh. Also putze ich normalerweise keine Fenster. Oh, alter Freund. Das ist aber jetzt, ne? Also, lenken, das ist gar nicht so einfach. Hallo. Ich kann es nicht steuern, das Gerät. Warum nicht? Alter, Fensterputzen ist nichts für mich. Kann ich nicht eine Firma anrufen? Alter Freund, hallo? Hallo? Man kann es nicht lenken, das ist ja sowas von schwierig. So. Ich kann das Teil... Das ist ja die Hölle. So, das muss doch... So runter. Jetzt rum. Das ist fast... Also das kannst du ja ganz schwer lenken. Ich kann es nicht lenken. Ach, Mensch. Ist das nicht bald mal gut? Da kann man doch schon durchgucken. Oder? Das müsste doch schon reichen. Ich kann das Ding... Ich krieg das nicht hin. So, müsste doch jetzt gut sein, ne? Ach, da oben ist noch ein bisschen was. Pass mal auf, hier so ein bisschen so. Und da oben noch eventuell in die Richtung. Und fertig. Da ist noch ein Klacks da unten. So, aber so ein bisschen Fensterputzen ist so schwierig. So, Leute, Fensterputzen, vergiss es. Wenn, dann schmeißen wir die Scheiben ein und machen den letzten neue rein. Das ist einfacher. So, ich glaube, wir sind fertig, ne? Aufgaben in anderen Räumen, keine Aufgaben. Wir sind fertig. Ey, cool, wir sind fertig. Auftrag beenden. Was kriegen wir denn? 397,60. Dafür die Arbeit. Alleine das Fenster putzen, das ist ja schon das Schlimmste überhaupt. Eigene Fotos und Bilder. Oh, cool. Hast du bemerkt, dass unter Galerie auf dem Tablet du ein beliebiges Foto von deiner Festplatte laden und es als Plakat oder Bild an der Wand aufhängen kannst? Oh, cool. Du kannst auch ein Fotoapparat benutzen, um Fotos im Spiel zu machen und sie auf deiner Festplatte zu verewigen. Na, super. Das ist doch mal, ne? Screenshot nennt man sowas auch schlimm. So, dann sind wir fertig. 26.000 Anwendungen. Wir müssen, glaube ich, noch ein bisschen mehr machen. Multifunktionszimmer, 16 Quadratmeter. Nein, wie geil. So, oh, wir haben drei E-Mails. Bringen Sie die Heizung an und rote Wände. Gott. Amarant, Gottes Willen. Was für eine Vorbereitung auf das neue Familienmitglied.
Bringen Sie die Heizung, wir fangen oben an. Bringen Sie die Heizung an. So. Wenn ich für etwas zahlen soll, dann muss ich voll zufrieden sein und ich zahle. Oder ich zahle einfach nicht. Der Winter kommt und im Haus gibt es keine Heizung. Montieren Sie sie. Sollen wir eigentlich da hin? Ich glaube, da fahren wir gar nicht hin. Wenn der schon so anfängt. Meh. Meh. Nee. Doch, machen wir. Natürlich machen wir das. Ich würde gerne ein Schlafzimmer im Haus haben. Oh, das wäre super. So. Nette Hütte. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen was machen. Und zwar gehen wir mal rein. Hallo. Viele Türen. Was haben wir denn hier? Hallo. Hier drinnen ist... Hier sollen wir was montieren. Hier ist auch, hier fehlt ein... Da fehlt ein bisschen Heizung. Guck mal an. Da fehlt eine Heizung. Kriegen wir doch hin. Oh, hier. Wir haben noch ein Pünktchen. Pünktchen, was haben wir hier? Preis verhandelbar. Hm. Schnelle Aufträge. Anforderungen der Aufträge minus 2%. Was haben wir hier? Hm, hohes Einkommen. Na, natürlich. Hohes Einkommen. Was eine Frage. Oh, hier aufräumen haben wir noch was. Schnelles Händchen aufräumen um 25% schneller. Mehr Reichweite. Guter Mob. Ah ja, stimmt, das war das, was wir hatten. Ne? Hm. Schneller aufräumen. Ich glaube auch, das geht schnell genug. Da brauchen wir gar nichts machen. Immer hier, zum Beispiel Scharfsinn. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Ne? Was haben wir noch? Mehr war da nicht. So, Shop. Wir wollen erstmal eine Heizung haben. Standardheizung 0815 in die Wand. Montieren wir das Gerät gleich mal. So, dreh fest den Kram, handfest, das ist gut genug, das langt, weil dann rufen sie wieder an, wenn da mal ein bisschen was ist, ne? Man muss das immer gleich so ein bisschen abwägen, ne? So, das haben wir, fertig. So, Alter, was ein Blau, ne? Boah, da meinst du, bist gleich im Himmel. So, jetzt haben wir hier das Badezimmer, oh, ist ja herrlich. Aber ganz nett, ne? Siehst du, duschen dürfen wir nicht, weil wir sind ja, wir dürfen hier nicht. Na, und okay, pass mal auf, was haben wir hier? Badezimmerheizkörper muss hier sicherlich rein, so wie es aussieht. Haben wir aber auch irgendwo. Hatte ich gesehen, da. 37,20 ist doch ganz schön günstig, ne? So ein Badezimmerheizkörper, normal sind die doch teurer, oder nicht? Ich glaube, das ist hier, das sind bestimmt Einkaufspreise. Klar, wir sind auch, ne? So, montieren. Montier das Ding mal und das heißt, ach ja, reindrehen, Deckel drauf, so. Hier genau das gleiche reindrehen. Deckel drauf. Das ist die Entlüftungsgeschichte da oben. So, den Apparat auch. Zack. Festdrehen. Handzahm, das reicht. Hier genau das gleiche Spiel. So. Und gleich testen, ob dicht ist. Jupp, da leckt nix. Wundervoll. Das haben wir. Hier ist noch was mehr. Das sieht doch nach was aus. Was haben wir hier denn? Ich fürchte, da kommt Wasser raus. Ich hoffe mal nicht. Nee, Alter, Gottes Willen. So, pass mal auf. Da kommt doch bestimmt, wenn mich nicht alles täuscht, ein Waschbecken. Wo haben wir denn Waschbecken? Badezimmer. Badezimmer haben wir hier. Einbauspülbecken. Ideal Standard. Da ist es. 39,54. Nehmen wir. Nehmen wir, bauen wir hin. Der Wischmopp ist das Beste, ja. Ein Teil für alles. So, pass mal auf. Montieren. Wir montieren. Okay. Na, ja, siehst du wohl. Nein, wie cool. So, festschrauben den Apparat hier. Wieder handzahm, ne? Wir wollen ja nichts kaputt machen. Ist ja alles Keramik, ne? So. Festdrehen die Muffe. So, und jetzt kommt... ist ja geil gemacht, ne? Also die denken ja wirklich an alles. Da muss so wirklich ein bisschen... Gefällt mir. So. Ach, wie cool. So, oben auch noch Dinger da rein. Sonst haben wir hier ein kleines Wasserproblem. So, aufgesetzt. Jetzt kommt der Abfluss, ne? Der muss auch noch irgendwie ran. Sehr schön. So. Und... Natürlich verschrauben. Aber das kennen wir alles. Siehst du wohl, das Ding ist auch fertig. Können wir das testen? Mach mal auf das Ding. Ich will mal probieren. Was? Nee, kann ich nicht. Ich will das mal testen. Gut, wir gehen mal davon aus, dass das funktioniert. Also ich habe es ja gesehen. Ich habe das alles handzahm angedreht. Also da darf normalerweise nichts passieren. Ich hoffe nicht, dass es jetzt von der Wand fällt. So, was haben wir noch? Montieren Gerät. Muss noch irgendwas mehr sein. Wohnzimmer.
Wo ist denn der Fernseher hin? Das ist bestimmt ein Lesezimmer. Da passt ein richtig fetter, also, ne? Da passt was richtig Großes hin. So, hier ist aber auf jeden Fall irgendwie, hier ist keine Aufgabe. Okay, nächstes, Esszimmer und Küche, das ist halt großartig. So, was ist hier? Keine Aufgabe, hier ist auch nichts. Da fehlt auch so ein bisschen Hängeschrank da hinten, ne? Bisschen Stauraum. Das ist ein bisschen, also sehr leer da oben, finde ich so, ne? Und auch mit der, also ich muss ja mal was sagen, ganz eben, ne? Der Typ da, der die Abzugshaube montiert hat, ne? Der gehört einem mit dem Knüppel. Das werden wir mal ordnen hier. So. So einigermaßen. Der Freund, wie hat. Also, der guckt euch das mal an. Der muss also wirklich mit der flachen Hand was kriegen. Alter Freund, das gibt's ja gar nicht. So, was haben wir denn noch hier, Feines? Da muss ja noch irgendwo ein Zimmer mehr sein. So, wir haben ja sozusagen alle Türen aufgerissen. Siehst du, guck mal an. Hier ist doch. Hier Kinderzimmer. Richtig, das hier ohne Heizung ist natürlich sehr schlecht. Da gehört eine Heizung rein. Und zwar Anschlüsse ideal Standard kaufen, einbauen. Zack. Bei der Heizung war auch noch was. Vielleicht gab es in der Küche Seitenwind. Bestimmt. Bestimmt. Lass uns leider mal in die Dusche. Und da gucken wir da gleich nochmal nach. Vielleicht haben wir da was übersehen. So. Das war fertig. Und das hier genauso. Na komm schon. Wasser läuft, nichts tropft, alles trocken, bester Kram. So soll das sein. So, pass mal auf. Sind wir fertig? Ich fürchte, wir sind durch. 746 Mücken. Das ist aber, ne? Haben wir nicht noch irgendwas, was wir machen können? Können wir nicht hier die Tür kaputt hauen und die auch noch in die Rechnung stellen? So, pass mal. Guck dir aber, warte mal. Ist dieses Waschbecken zu klein? Also, das Lokum sieht aus wie ein Mülleimer. Sorry, dass ich das sage, aber. So, hier war noch irgendwas. Was war hier denn? Ne, da kann ich nichts machen. Nee. Nix. Das ist sozusagen verriegelt, das Teil. Aber hier ist auch ein Lichtschalter. Aus Rache machen wir mal Licht an. Ha! So. Nee, hier ist nichts weiter, ne? Das Ding ist fertig. Das ist in der Wand vergrabene Kram. Rohrleitung. Also die Waschmaschine. Mehr ist hier nicht. Na gut. So, pass mal auf. Dann lassen wir mal zurück. Wir sind hier. Wir sind fertig. Wir lassen alle Türen auf hier. Na, wir machen die Wesen zu. So. Dann kann der Wesen sehen, dass wir da waren. Nicht nur, dass die Hütte auf einmal schlagartig warm ist, sondern dass wir sondern die Tür auf sind. So was kriegen wir. 46,27. Ach, ist doch herrlich. Wieder ein bisschen Kohle in der Tasche. So, mein Kaffee ist schon wieder kalt. Mein Gott. Das ist nicht meine Schuld. So.